Ich habe schon im Mutterleib ganz viel getanzt und dann ganz intensiv eigentlich durch ganz, ganz viel Schmerz. Habe dann für mich aber so einen Ausgleich gesucht, wo ich mich wieder so ein bisschen finden kann und wo ich mich ja, anders ausdrücken kann und anders empfinden kann, weil das halt so tiefe Bewusstseinsebenen waren, wo ich so das Gefühl hatte, da ist so wahnsinnig viel in mir und das muss ich irgendwie selber erstmal empfinden und ja auch rauslassen können. Das hat super viel gelöst und hat sich dann irgendwann auch so, ja, das ist so aufgeblüht, dass ich für mich so das Gefühl hatte, oh, das ist genau das, wo ich hingehöre, oder das ist genau das, wo ich mich ausmalen kann. Ich glaube, das passiert genau dann, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich komplett mit meinem Körper vernetzen und habe aber auch so eine äußere Wahrnehmung oder so eine Kommunikation mit den Mitmenschen. Und das ist schon für mich der Moment, wo Kunst und Tanz dann entsteht. Ich glaube, ich bin noch nie so müde gewesen, aber ich habe auch noch nie so viele Eindrücke, Erlebnisse, Gespräche führen können und erfahren. Und ich glaube, ich habe noch nie so intensiv miterlebt, wie ich mich entwickle, aber ganz besonders, wie sich so Mitmenschen von mir entwickeln oder gerade aus der Company auch. Gerade wir haben so ganz, ganz kleine Mäuse dabei und da finde ich es immer wahnsinnig. Also wenn ich sehe, was für Bewegung oder was die in ihrem Körper nachspüren können. Ich glaube, ich finde es manchmal auch ganz schön, wenn ich nicht immer alles reflektieren könnte, wenn ich das auch wirken lassen könnte oder einfach so mitbekomme und das gar nicht irgendwo einsortiere. Ich finde Tanzen eher evolutionär. Aber es ist auch revolutionär. Ja? Das kann ich gar nicht so gut erklären. Das ist nur ein ganz, ganz starkes Gefühl, wo ich jetzt so sagen würde, ja.